Der große Star der Aktienmärkte heißt derzeit Apple. Aber die Frage ist, ist diese Bewertung, die Apple derzeit hat, wirklich gerechtfertigt? Die Frage versuche ich in diesem Video, das in Zusammenarbeit mit DirectTheTrade.com, schnell lernen und günstig handeln, entstanden ist, zu beantworten. Und wir gehen mal rein in die Thematik vorab. Apple ist ein großartiges Unternehmen, gar keine Frage, mit einem sehr, sehr guten Geschäftsmodell. Auch das steht außer Frage. Aber es ist eben eine andere Frage, ob Apple wirklich fair bewertet ist, nämlich die Apple-Aktie. Und dieser Frage wollen wir jetzt in diesem Video nachgehen. Starten zunächst mal mit dem, was in den letzten 10 Handelstagen passiert ist. Da hat nämlich Apple, die Apple-Aktie, 400 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. In den letzten 10 Handelstagen also. Seit dem Märztief der Corona-Krise ist es sogar etwas mehr als 1 Billion Dollar. Wir haben also einen massiven Zuwachs an Wert, den Apple jetzt erfahren hat, und wir wollen das mal abgleichen mit dem, was eigentlich das Geschäft von Apple hergibt, und dann sehen wir, dass im Jahr 2019 Apple einen Gesamtumsatz hatte von 260 Milliarden Dollar. Das heißt konkret, dass in den letzten 10 Handelstagen etwa das 1,5-fache dessen an Marktkapitalisierung bei Apple hinzugekommen ist, was das Unternehmen an Umsatz generiert in einem Jahr. Das heißt, Apple müsste im Prinzip 1,5 Jahre Umsatz generieren, um diesen Zuwachs der letzten 10 Tage zu rechtfertigen. Das ist schon mal eine ziemliche Hausnummer. Das zeigt, wie krass die Dinge derzeit an den Märkten gespielt werden. Und wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung von Apple von knapp unter 2 Billionen Dollar. Damit ist man dabei, Saudi Aramco, das wertvollste Unternehmen der Welt, zu überholen. Also wir sehen, das ist schon ein absoluter Zuwachs an Marktkapitalisierung. Apple ist mehr wert als die gesamten DAX-Unternehmen zusammen. Und natürlich, Apple hat ein gutes Geschäftsmodell. Apple ist in einem Sektor, dem Tech-Sektor, der tendenziell natürlich weniger betroffen ist von der Corona-Krise. Aber dennoch, das sind schon extreme Dinge, die wir hier sehen. Ich will nochmal hinweisen auf Webinare von DirectTheTrade.com. Registrieren Sie sich da einfach. Das tut nicht weh und bringt einiges. Wer handeln will über DirectTrade.com, der kann das ziemlich günstig machen im DAX. Zum Beispiel 0,6 Punkte Spread, wenn man also den DAX handelt, oder im Euro-Dollar. Da sind es 0,3 Pips. Das sind sehr, sehr wettbewerbsfähige Konditionen. Aber zurück zu Apple, zurück zu dem Abgleich dessen, was da teilweise gespielt wird an den Märkten und was realwirtschaftlich, was fundamental bei dem Unternehmen der Fall ist. Schauen wir uns zunächst mal an hier Umsätze und Gewinne von Apple in den letzten Jahren. Dann sehen wir so ein paar Ausreißer nach oben. Das sind immer die Weihnachtsquartale. Da verkauft natürlich Apple viele iPhones. Da läuft das Geschäft gut. Aber wir sehen, dass die Gewinne außerhalb dieser Quartale, dieser Weihnachtsquartale, naja, um und bei stagnieren, vielleicht leicht nach oben gehen. Ähnlich ist es mit den Gewinnen. Das heißt, wir sehen hier nicht wirklich so eine extreme Wachstumsdynamik, wie wir sie etwa vielleicht etwas mehr bei Amazon erleben. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt nicht das, was man als extremes Wachstumsunternehmen bezeichnen kann. Vielmehr ist das ein eher konservatives Unternehmen, ein konservatives Geschäftsmodell, das, naja, so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Unternehmen, die klassisch sind, die also nicht aus dem Tech-Sektor kommen. Die sind ja meistens auch sehr konstant und haben wenig Schwankungen in ihrem Geschäft. Das sehen wir hier auch nochmal, Revenue, also Umsatz auf der linken Seite und der Gewinn auf der rechten Seite. Dann sehen wir, das ist jetzt nicht so, dass die Bäume hier gerade in den Himmel wachsen in den letzten Jahren. Gleichwohl aber die Marktkapitalisierung von Apple in den Himmel wächst, und da ist eine gewisse Differenz zu erkennen. Natürlich durch dieses TINA-Prinzip, there is no alternative, es gibt keine Alternativen. Aber rechtfertigt sozusagen diese Alternativlosigkeit schon sehr, sehr sportliche Bewertungen? Das ist eben die andere Frage. Apple ist sehr abhängig nach wie vor von seinem iPhone-Umsatz. Darüber werden dann ja auch weitere Einnahmen generiert, etwa durch Dienstleistungen, Apps, die man dann anbieten kann. Wir sehen, dass die iPhone-Verkäufe auch weitgehend stagnieren, jetzt im zweiten Quartal, auch Corona-bedingt sicherlich, etwas zurückgegangen sind. Und wenn wir sehen, wir haben jetzt im zweiten Quartal des Jahres 2020 bei den kürzlich vorgelegten Zahlen von Apple einen Anteil der iPhones von 50% am Gesamtumsatz des Unternehmens. Services, also die Dienstleistungen, die Apple anbietet, liegen derzeit bei 23%. Wo sind eigentlich dann die Wachstumspotenziale von Apple, muss man fragen. Hier sehen wir zunächst nochmal den Anteil von den iPhones in den letzten Jahren am Gesamtumsatz von Apple, ist dann gestiegen auf 61% im ersten Quartal, ist jetzt runtergekommen ein bisschen
auch bedingt natürlich durch die Corona-Krise und die etwas wenigeren Verkäufe der iPhones auf 50%, aber wir halten uns so konstant, meistens so 50 bis 60, 65% am Gesamtumsatz. Das heißt, die iPhones sind nach wie vor sehr, sehr wichtig für Apple. Aber sie sind eben nicht mehr der Wachstumstreiber. Wir sehen hier, dass zum Beispiel im zweiten Quartal die iPhone-Umsätze oder Absätze, das, was man mit iPhones verdient hat, um 7% runtergegangen ist. Mit Macs hat man sogar 10% weniger umgesetzt. Auch die iPads verzeichnen Verluste. Services stark gewachsen, 17%. Other Products, also zum Beispiel solche Kopfhörer von Apple, die sehr gut laufen, sind um 23% gestiegen. Das heißt, mit den klassischen Hardware-Geschichten Mac oder eben iPhone wird nicht mehr das Wachstum erzielt, das Apple einstmals erzielt hatte. Wir sehen hier die Entwicklung der Services, also der Dienstleistungen bei Apple. 13 Milliarden, wie gesagt, das ist nicht ganz ein Viertel des Gesamtumsatzes, aber das ist eigentlich das Wachstumssegment bei Apple, das aber nach wie vor vergleichsweise relativ klein ist. Und wenn wir uns mal anschauen, wie jetzt die Prognosen sind für die weitere Entwicklung der Dienstleistungsumsätze bei Apple, dann sehen wir, dass wir vielleicht im Jahr 2022, also um und bei in 2 Jahren, dann vielleicht so bei 16 Milliarden Dollar sind, also 3 Milliarden mehr. Und diese 3 Milliarden an Wachstum, die man im Dienstleistungssektor erzielen kann, die vergleichen wir jetzt nochmal mit den 200 Milliarden, mit den 400 Milliarden an Marktkapitalisierung, die Apple in den letzten 10 Handelstagen hinzugewonnen hat. Dann stellt sich doch die Frage, ob die Bewertung gerechtfertigt ist. Wie gesagt, Apple ist ein gutes Unternehmen und die Anleger sind geradezu versessen darauf, auch Geschäftsmodelle kaufen zu können, die solide sind, die nicht schwanken. Aber es ist eben nicht so, dass Apple ein Wachstumsunternehmen ist, das ständig höhere Bewertungen rechtfertigt, eben aufgrund des Wachstums. Das ist eher nicht der Fall. Man muss diese Frage also letztendlich mit Nein beantworten. Aber Märkte können länger irrational sein, können länger sozusagen übertreiben, als der eine oder andere Liquidität hat. Deswegen sind Apple Shorts natürlich mit besonderen Risiken und Nebenwirkungen behaftet. Ich weise nochmal abschließend auf die Webinare von directtrade.com hin und wünsche jetzt prophylaktisch ein schönes Wochenende. Bis dann. Servus und ciao.